So, zuallererst Weltkarte. Irgendwo Agenten? Nein. Aber, kurz Pause. Wir können alle unsere Jungs hier mal abziehen. Die werden hier nicht mehr gebraucht, weil das Land bringt nicht ganz so viel Geld. Ihr alle weg. Und geht doch mal dahin. Es ist nicht besonders weit, bringt aber gleich viel mehr. So, was mit dem Rest? Der ist auch in einem 9er Land, der ist im 6er Land. Orange hat komischerweise recht viel Wut, das kann erstmal runtergehen. Grün haben wir noch nichts drin. Hier ist ein 9-9er Land. Ülalü. Aber ganz ohne Wut. Ha. Dann schicken wir doch mal 1, 2, 3 mit 1, 2, 3 und 1, 2 hier hin. So, sehr schön. Wir haben noch 44.000 Dollar. Die werden hierfür noch drauf gehen. Oder werden die im Vorweg bezahlt? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Du reparierst die Generatoren. Sind die denn kaputt? Na, zu spät. Weil irgendjemand meinte, sobald die Anzeige da auf gelb ist, gehen die Generatoren Schritt für Schritt kaputt. Was natürlich gar nicht gut ist. Aber da kümmert sich der Techniker anscheinend recht schnell drum. Oh, 78? Komm, da musst du mal ganz schnell was machen. Können wir das irgendwie taggen, dass es repariert werden soll? Also eine Priorität hat, repariert zu werden. Vielleicht mit unserem Obermufti? Können wir da was anklicken? Nö. Ah, wir können über die Tische hier und so weiter anklicken. Mach das jetzt. Haha, also wir könnten damit irgendwelchen Sachen Priorität geben. Dafür muss aber der extra hinlaufen und das dauert Ewigkeiten, weil er so langsam schlendert. Aber trotzdem gut zu wissen, falls mal irgendwas schnell gemacht werden muss und er in der Nähe ist. Also du wieder auf deinen Posten. Ding ist da und es wurde erst bezahlt, als es aufgestellt wurde. Okay, also haben wir doch nicht so viel Geld wie gedacht. Und die schräge Kamera ist... So, schon besser. Die Wege müssen gerade sein. Du bist ein Spitzel. Und ich glaube, einer von dir hat damals die Bombe gelegt. Ich weiß immer noch nicht, welcher Typ das war. Also Ermittler auf keinen Fall, Einbrecher auch nicht. Dann bleiben doch eigentlich nur die Spitzel übrig, oder? Informationen? Ah, Saboteure und Spitzel. Hallo. Saboteure und Spitzel sind auf die Zerstörung und Deaktivierung von Elementen und Objekten in ihrem fiesen Hauptquartier spezialisiert. Sie werden in ihre Basis entsandt, um ein bestimmtes Objekt ins Visier zu nehmen, das eine Bedrohung darstellt. Wenn viele Agenten durch ein heimtückisches Fallensystem ausgeschaltet wurden, werden sie mit Sicherheit von diesen Spezialagenten der Gerechtigkeit angegriffen. Okay. Es gibt jeweils 4 Stufen von Saboteuren und Spitzel. Erbärmlich, armselig, gut und außergewöhnlich. Je größer die Bedrohung ist, die ihre Basis für die Streitkräfte der Gerechtigkeit darstellt, desto geschickter sind die gegen sie ausgesandten Agenten. Das heißt, je mehr feindliche Agenten hier drin sterben, desto mehr kommen davon und die sprengen Sachen in die Luft. Jetzt ist nur die Frage, was sprengen sie in die Luft? Letztes Mal haben sie das Gefängnis in die Luft gesprengt, weil wir da vielleicht irgendeinen Agenten umgebracht haben. Und weswegen die jetzt da sind, ich denke mal wegen den Todesfallen. Das heißt, wenn sie da rankommen würden und nicht selber drin sterben, würden sie die vielleicht in die Luft jagen. Das wäre gar nicht so toll, die sind recht teuer. Gut, ihr habt alle noch eure Tags, das ist gut. Ist irgendjemand hinter den feindlichen Linien? Nö, hier ist alles sicher. Gut, Bedienstete. Ich hätte gerne mehr davon. Mehr davon. Noch mehr davon und das setze ich mal ein bisschen runter, damit ich hier eine Übersicht behalten kann. Noch ist das da unten ja rot. Wir sind also schon weit über dem Limit. Dann komm schon. Wir sind sehr weit über dem Limit. Jetzt ist es okay. Achtung, so viele Bedienstete können nicht untergebracht werden. Okay, ich stelle mal auf 20 runter. Das heißt, wir haben immer 20 Arbeiter als Grundstock quasi und der Rest ist dann spezialisiert. Also können wir uns noch mehr davon holen. Sehr gut. Ihr werdet jetzt alle fleißig ausgebildet in unserem Trainingslager da. Und was sagt die Weltkarte? Die Weltkarte sagt, da ist alles okay, da ist alles okay.
da ist alles okay und da ist alles okay. Wir kriegen $12.400 jede Minute. Ah, das ist doch schön. Ja, langsam wird das richtig gut. Und warum haben wir hier keine Tür? Oh, Aufgabe abgeschlossen. Das wird unser Allerheiligstes sein. Was können wir hier jetzt machen? Niemand ist eine Insel. Das macht es bisweilen nötig, Gespräche mit Menschen von außerhalb zu führen. Ja, leider. Der Konferenztisch ist das perfekte diplomatische Werkzeug, vor allen Dingen, wenn es gilt, ihre grenzenlose Macht zu demonstrieren. Der Konferenztisch kann auch dazu genutzt werden, die Werte ihres fiesen Genies zu regenerieren, wenn diese zum Interagieren damit gedacht sind. Okay, Schreibtisch. Beeindruckender Schreibtisch. Ein Allerheiligstes ist erst richtig komplett, wenn es mit einem luxuriösen Schreibtisch ausgestattet ist, von dem aus das fiese Genie die Vorgänge seiner Basis überwachen kann. Außerdem sind dort an ihrem Zufluchtsort relativ sicher. Der klassische Designer-Chefsessel mit hoher Rückenlehne bietet sehr gute Unterstützung für den Rücken und hat gleichzeitig eine ziemlich dramatische Wirkung auf Gäste ihres Unterschlupfs. Wenn ihr fieses Genie am Schreibtisch sitzt, können sich die Werte ihres Avatars wieder auffüllen. Das macht dieses wunderbare Möbelstück zu einem recht nützlichen Zufluchtsort nach unliebsamen Zusammenstößen mit den Streitkräften der Gerechtigkeit. Okay, also der Raum ist anscheinend wirklich nur dazu da, diese Treffen zu veranstalten und unser fieses Genie zu regenerieren. Was er aber gar nicht wirklich braucht, da er immer hier hockt und nie angegriffen wird. Also bisher. Ja. Alles auf Maximum. Fabriziert fiese Spötteleien. Sehr gut, weitermachen. Weltkarte? Weltkarte sagt, immer noch keine Agenten. Ja, wir sollten langsam wirklich mal mehr von den Aufgaben machen, damit wir ein bisschen Bekanntheit bekommen. Jetzt haben wir eine einigermaßen funktionierende Basis. Also wirklich nur einigermaßen. Und schon guten Puffer an Geld. Also, her mit den Missionen. Was sagt das Questlog? Wir haben unseren Raum gebaut. Haben wir noch 3 Missionen, wo es um irgendwelche Bosse geht. Okay. Es heißt, dass der ganze indische Subkontinent von einem einzigen Mann kontrolliert wird. Amand Krishnan. Er hat schon viele ruchlose Pläne und Intrigen geplant, die meisten mit der Korruption der örtlichen Regierungsbeamten zu tun haben. Spüren Sie ihn auf und ermutigen Sie ihn, sich unserer Denkweise anzuschließen. Das ist jetzt also für dieses Gipfeltreffen, das geplant ist. Also Indien. Zack, wir ziehen mal hier 6 Leute ab. Pausieren kurz. Und da haben wir sogar schon eine Aufgabe. Bruce der Dingo McCraw ist ein Meisterfälscher. Das ist nicht die Aufgabe, die wir brauchen. Aber schaden kann es nicht. Okay, also schicken wir die jetzt alle hin, machen diese Mission und danach werden wir dann wohl Verschwörungen aufdecken müssen, um die andere Mission zu bekommen. Aber gucken wir uns die Mission mal zu Ende an. Seine Fertigkeiten sind unbestritten, aber sein gesunder Menschenverstand lässt manchmal zu wünschen übrig. Er wurde nur gefasst, weil er versucht hat, sein gefälschtes Geld unter die Leute zu bringen, bevor die Tinte trocken war. Die Sicherheitsmaßnahmen im Gefängnis sind ziemlich lasch, also sollte ein Ausbruch einfach zu bewerkstelligen sein. McGraws Befreiung dürfte den Kafka-Agenten, die ihn geschnappt haben, gar nicht schmecken. Das heißt, wir kriegen einen neuen Handlanger? Diesen Dingo? Oder ist das einfach nur dazu da, die Leute wütend zu machen? Okay, wir kriegen auch noch 5 Bekanntheitsgrad, aber trotzdem ist das komisch. Wir brauchen auf jeden Fall Arbeiterstand da. Das heißt, die hier allein werden nicht reichen. Nehmen wir von zu Hause welche. 5 Stück waren das, richtig? Nee, 3 Stück waren das. Ach komm, 5 sind auch okay. Also haben wir 5 Arbeiter, die 6 und vielleicht noch einen Kammerdiener. Um das Ganze ein bisschen zu vertuschen. So, sehr gut. Weitermachen. 66.000. Ah, ist das schön. Wie sieht unsere Geldkammer aus? Oh. Also ich hätte es irgendwann gerne, wenn man so richtig so einen vollen Raum hier hätte. Voll mit Gold. Das würde eher passen, aber da brauchen wir wohl mehrere Millionen. Hier ist ja doch noch recht viel Platz nach links. Müssen wir mal gucken. Aber für mich sind 60.000 jetzt auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Können wir jetzt gucken, wie wir die verprassen wollen. Wir sollten sie erstmal nicht auf dem Boden liegen lassen. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Ein außergewöhnlicher Smash-Ermittler. Oh. Das ist gar nicht gut.
denke ich mal. Der sollte sofort verwirrt werden. Komm, du, verwirr ihn. Hey, er hört ja sogar. Machst du auch das, was ich will? Nö, du läufst weg. Oh, und er läuft auch weg. Also für einen Außergewöhnlichen hätte ich irgendwie mehr erwartet. Dass er ganz weit eindringt und alles hier entdeckt und so weiter und dann wirklich umgebracht werden muss, um ihn loszuwerden. Aber das war ja einfach. So, die werden alle weiter verwirrt. Das ist gut. Wir brauchen echt viel mehr Kammerdiener. Weil die werden schon ausgebildet. Sehr schön. Zack. Der Raum wird immer noch nicht wirklich genutzt. In dem Raum sind nur die Waffen drin. Wir wollten doch noch eine kleine Schatzkammer bauen, oder? Da klingelt noch irgendwas. Eindringling von Überwachungsnetzwerk erfasst. Wo denn? Wenn die immer so schreien, würde ich mir gerne wissen, wo. Gibt es dafür ein Kürzel oder so? Wir wollten jetzt die Schatzkammer bauen. Und ich wollte gucken, ob ich sie direkt hier in diesen Raum mit reinbauen kann. Also einfach so. Der Raum befindet sich im Bau. Und anscheinend geht es. Das heißt, so könnten wir tierisch viel Platz sparen. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. So, so. Also ja, wir hätten wesentlich mehr Platz sparen können. Wir hätten also zum Beispiel die Kaserne mit der Küche zusammenstellen können und den Lesesaal mit dem Trainingsraum. Also jetzt nur zum Beispiel. Aber ja, jede Menge dazugelernt. Falls wir irgendwann mal neu anfangen sollten oder auf eine andere Insel kommen, was wir glaube ich auch werden, hat mir irgendjemand gesagt. Ich weiß nur nicht wann. Dann können wir mit dem Design noch ein bisschen mehr rumspielen und noch mehr rausholen. Und sowas hier zum Beispiel auch nicht machen. So, wir haben inzwischen 87.000. Wohin mit dem ganzen Geld? Ihr macht weiter euer Ding. Alle Leute sind da. Nee. Oh, ich habe vergessen, die 6 Wachleute zuzuteilen. Die wurden jetzt nach Hause gebracht. Okay, dann müsst ihr da weg. Und müsst dahin mithelfen. Das dürfte ja nicht lange dauern. Und kommt es mir nur so vor, oder kommt der Hubschrauber immer von hier? Ist da unsere Insel vielleicht? Na gut, ihr macht bitte die Mission da. Los. Und da wir jetzt genug Leute an den Pulten unten haben, sieht man auch diesen Fortschritt von der Mission. 20 Sekunden, da können wir kurz warten und gucken, ob irgendjemand umkippt. Wir haben 5, 1, 6, also 12 Leute. 11 Leute. Aber ein Verlust ist doch vertretbar. Oder kommt da jetzt noch was am Ende? 100.000. Nö. Sehr schön. This is Adult I'm Sky, reporting on traffic from the top of an elephant. From up here, I can see a tailback ahead caused by a sacred car. Oh. Die Radioübertragung mag es wohl nicht, wenn man Pause drückt. Moving on to news from the subcontinent. Mastermind has struck again, despite the best efforts of Sable's colonial forces. Ja, sehr schön. Also er hat gesagt, dass er auf dem Elefanten durch die Stadt reitet, um seine News zu verbreiten und dass das böse Genie wieder mal zugeschlagen hat. Was es aber gemacht hat, hat er nicht gesagt. ja, also nur so ein kleiner Gimmick für zwischendurch. Was ich allerdings komisch finde, ich weiß jetzt nicht, was die Mission gebracht hat, also außer Bekanntheit. Können wir jetzt mehr Leute engagieren? Ja, können wir. Also unsere Bekanntheit bringt ja auch immer mehr, dass wir hier mehr Kapazität haben und nicht ganz so viele Spinde bauen müssen. Dann nehmen wir doch mal noch mehr davon, noch mehr davon. Wow. Scheint ja richtig was gebracht zu haben. Okay, 16 reicht langsam echt. Mehr Wachen, wir brauchen mehr Geld. Was zur Hölle? Warum wird das da nicht rot? Na gut. Lassen wir erstmal so. Weiter. Also ja, 100.000 Dollar.
Was kaufen wir jetzt davon? Die ganze Zeit vorher haben wir immer rumknausern, wussten nicht, woher wir das Geld nehmen sollen. Jetzt haben wir so viel. Was können wir denn noch bauen? Eine Krankenstation zum Beispiel. Stimmt, da war was. Krankenstation. Die dürfte doch auch unverfänglich sein. Ich baue sie trotzdem mal lieber hier hinten hin. Sagen wir mal hier. Erstmal nicht ganz so groß. So. Und was können wir da reinstellen? Einmal Medikamentenausgabe. Okay. Mehr können wir hier nicht bauen. Und eine Stechuhr. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen mau. Aber na gut. Du. Wir bräuchten noch Eingang. So. Da kann auch gleich eine Tür hin. Da kann auch eine Tür hin. Stechuhr haben wir schon. Wir brauchten noch irgendwo eine Stechuhr. Ich glaube hier in der Küche. Genau, dafür hatten wir vorher kein Geld. Eine Tür kann ich hier nicht mehr hin wegen den doofen Dingen. Stechuhr bewegen bitte. Dahin. Bauen. Standardtür. Dahin. Wo brauchen wir noch etwas? Wir brauchen noch eine Tür da. Hier brauchen wir, glaube ich, keine. Hier brauchen wir auf jeden Fall eine Tür, weil da ja auch die Schatzkammer drin ist und die Waffen. Das ist ein ziemlich wichtiger Raum. Und wir sollten das auch noch aktivieren. So. Sehr schön. Wir sollten die Jungs hier mal abziehen oder verstecken. Noch irgendwo Agenten? Ja, auch noch Agenten. Und auch noch Agenten. Was ich aber sehr schön finde, also entweder habe ich jetzt tierisch Glück, oder die feindlichen Agenten bringen uns nicht mehr so schnell um. Vorher war es ja so, ich habe immer auf die Weltkarte geguckt und jedes Mal, wenn ich geguckt habe, ist die Hälfte meiner Leute umgekippt. Das haben wir jetzt schon seit einer Weile nicht mehr. Da bin ich auch recht zufrieden. Also ja, wir kommen sehr gut voran. Speichern wir ab. Speichern. Nach Folge 23. Und wir lassen die Jungs weiter schwimmen und sehen uns gleich wieder.